Ein tropischer Inselurlaub, ohne das Haus zu verlassen? Diese Mädchen haben ein kleines Stück Sommerhimmel direkt in ihrem Zimmer geschaffen. Und seid versichert, in dieser Bauzone wurde niemand verletzt. Annie und Jane erleben ein häusliches Desaster. Ihre DIY-Renovierung entpuppt sich als eine Mission Impossible. Seltsam. Im YouTube-Video sah alles so einfach aus. Alles, was sie wollten, war, dass dieser Raum hell und bunt ist. Okay, ich habe eine Idee. Wir müssen diese Nummer anrufen. Hallo, ist da die Firma DIY Island? Wir haben eine dringende Bestellung. Jede Menge Sand und Palmenblätter. Und ein toller Meerblick aus dem Fenster. Die Lieferung erfolgt schnell. Die Mädchen hatten nicht einmal Zeit, sich zu langweilen. Der Zusteller gibt Jane und Annie die letzten Anweisungen. Befolgt die Gebrauchsanweisung, verliert keine Ersatzteile, geht vorsichtig damit um. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Bau unseres persönlichen Paradieses zu beginnen. Also, sollen wir es auspacken? Stellt euch nur vor, wie toll es hier sein wird. Naja, zumindest laut der Anzeige. Aber um es hinzubekommen, müsst ihr hart arbeiten. Beginnt den Aufbau mit einem Wandplakat. Die Mädchen legen einige Teile der Paradieslandschaft auf dem Boden aus. Glättet diese und klebt sie zusammen. Jetzt müssen sie nur noch einen Platz für dieses Stück finden. Ich denke, hier wäre es perfekt. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Stellt euch einfach vor, der Bungalow läge direkt am Meer. Die Mädchen bringen das Wandbild an. Sie brauchen eine ganze Menge Klebeband. Das ist erst der Anfang. Was kommt als nächstes? Es wird gleich eine Menge Sand auf dem Boden sein. Was bedeutet, dass sie ihn mit Frischhaltefolie abdecken müssen? Sie werden eine Menge brauchen. Und etwas Kreppband, um es unten zu halten. Die Mädchen verteilen die Folie auf dem ganzen Boden. Und sichern die Ränder an den Seiten mit Kreppband. Perfekt. Und nun das Highlight des Abends, der Sand. Jane und Annie arbeiten hart. Das macht so viel Spaß. Jetzt haben sie den größten Sandkasten. Aber Sand allein ist langweilig. Sie brauchen etwas Grünzeug. Diese weichen grünen Matten sind nicht umsonst im Bausatz enthalten. Jane und Annie beschlossen, den Rasen in die Nähe des Piers zu verlegen, um das Meer zu bewundern. Ein paar Minuten später sind sie fertig. Wow! Aber kann man es als eine Insel bezeichnen, wenn es keine Palmen gibt? Diese Stämme und riesigen Blätter verwandeln sich in tropische Bäume. Sie müssen sie nur noch im Sand befestigen. Geschafft! Wir können mit dem Bau weitermachen. Echte Strandbesucher brauchen ein nettes kleines Strandhaus. Jane und Annie sind echte Bauarbeiterinnen. Sie befestigen die Bambusstämme mit Bindfäden. Sie müssen sie sicher machen. Annie hat ein paar Stücke Stoff, die sie zum Abdecken des Zeltes verwenden können. Sie befestigen alles an der Oberseite des Zeltes. Jetzt müssen sie es nur noch mit ein paar Blumen ein wenig aufhübschen. Den Boden decken sie auch mit einer weichen Decke ab, damit es gemütlich wird. Ein paar Kissen haben auch noch nie geschadet. Aha. Die Mädchen sind mit ihrem Ergebnis zufrieden. Die Wände sehen ein wenig leer aus. Wir müssen ein paar coole Fahnen aufhängen. Annie möchte diesen Teil in eine Tanzfläche verwandeln. Das ist eine tolle Idee. Auch eine Insel zu Hause braucht etwas Wasser. Schließlich war der Plan, die Wellen zu erobern. Und die Mädchen haben eine Idee. Sie legen eine dicke Sperrholzplatte, die mit blauem Kleber bestrichen ist, auf ein Gestell. Nun wollen wir Wellen machen. Dazu braucht ihr blauen Stoff. Hey Jane, gib mir das Meer zurück. Je mehr Stoffe in verschiedenen Farben und Texturen, desto mehr sieht es aus wie ein echter Ozean. Findet ihr nicht auch? Lasst uns einen Teil des Bodens von dem Plastik freilegen. Legt nun Lagen von blauem Stoff in der Nähe der Rutsche aus. Legt ein Stück blauen Tüll drauf. Bedeckt es mit Frischhaltefolie. Das
Das wird den unechten Ozean zum Leuchten bringen und cool und realistisch aussehen. Das Wetter auf eurem kleinen Inselheim sollte immer schön sein. Jane und Annie kleben rundherum ein paar Wolken auf. Sie müssen darauf achten, dass sie sich richtig aufplustern. Sieht das nicht süß aus? Haben Sie irgendwelche tropischen Baupläne für das Badezimmer? Warum ist hier alles mit Folie bedeckt? Ja, Annie versucht, einen echten Dschungel zu bauen. Jane ist offensichtlich nicht ganz an Bord. Das sollte sie aber sein. Mit ein wenig Montageschaum und Farbe sind die Vulkansteine fertig. Wie immer müssen sie sie nur noch mit ein paar Pflanzen vervollständigen. Die Mädchen wissen, was sie tun. Dieses Seil wird den ganzen Raum wirklich zusammenbinden. Wie wäre es, wenn wir auch noch eine Lichterkette hinzufügen? Erledigt! Yes. Es sieht aus, als würden hunderte von Glühwürmchen auf den Steinen sitzen. Der Boden im Dschungel ist mit einem Kunstrasen bedeckt. Jane und Annie haben einen coolen, geheimnisvollen Pool in der Mitte des Dschungels. Er ist von Lianen und Gestrüpp umgeben. Es ist so friedlich. Tag 1 der grandiosen Bauarbeiten ist zu Ende gegangen. Sie können sich endlich entspannen. Aber es wäre schön, ein kleines Feuer zu haben. Dieser Strand ist gut dafür. Sie müssen ihn dekorieren. Am besten mit Sand und allen möglichen Muscheln. Und natürlich so viele Kerzen wie möglich. Und jetzt auf zum Hauptereignis. Es soll Licht werden. In einer besonders großen Muschel können Sie ein Feuer machen. Wollt ihr ein paar Marshmallows rösten? Auf eurer ganz eigenen Insel könnt ihr tun, was auch immer ihr wollt. Das schmeckt so gut mit ein bisschen Nutella obendrauf. Köstlich. Jane, hol die Ukulele raus. Wir können kein perfektes Sommerlagerfeuer ohne eine Gitarre haben. Und nach einem leckeren Snack klingen die Lieder noch besser. Hier ist sie, die Romantik der wilden Tropen. Direkt bei euch zu Hause, neben dem Wohnzimmer. Jeder Tourist, der etwas auf sich hält, beginnt einen Inselmorgen mit Surfen. Jane versucht, ihre Fähigkeiten zu verbessern, um die Wellen zu bezwingen. Sie hat das Wasser auf dem Schirm und ein Skateboard startklar. Puh, keine große Sache. Du bist hingefallen? Du kannst es ja nochmal versuchen. Aber Annie besteht darauf, dass es an der Zeit ist, die Konstruktion zu beenden. Sie müssen nur noch den Eingang zu ihrem Refugium aufhübschen. Ein bisschen grünen Stoff und künstliche Ranken sind alles, was sie brauchen. Jede Menge geschnitzte Blätter. Perfekt! Aha. Juhu, die tropische Insel ist fertig. Und um in die Meeresatmosphäre einzutauchen, könnt ihr einen nach Meer duftenden Lufterfrischer verwenden. Riecht das nicht toll? Stellt sicher, dass ihr die Klimaanlage auf Maximum auftritt, um eine schöne Meeresbrise zu bekommen. Wo kommt dieser Papagei her? Wow. Offenbar hat der Regenbogenvogel diese heimische Mini-Insel mit einem echten Strand verwechselt. Das ist ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass Janes und Annies Werk wirklich authentisch ist. Lasst uns die Musik aufdrehen und ein bisschen Spaß haben. Sie haben die Einladungen zur Strandparty schon vor langer Zeit verschickt. Komm zur Party, du bekommst ein leckeres Geschenk. Endlich sind alle Freunde versammelt. Der Dresscode ist Badeanzug, Sonnenbrille und gute Laune. Oh. Es ist Zeit zu tanzen. Es scheint, dass Carrie beschlossen hat, diese Wasserrutsche zu rocken. Gib ein wenig Pflanzenöl dazu und du kannst dich austoben. Wuhu! Wie cool! Wow. Das müsst ihr unbedingt probieren. Das Essen riecht so unglaublich. Saftiges Gemüse, würzige Würstchen. Ich liebe es. Barbara hat die Rolle der Küchenchefin übernommen. Und natürlich das Meer von Selfies, um von ihrem Wochenende in der tropischen Zone zu prahlen.
Bei dieser Party dreht sich alles um Surfen, Leckereien und Tanzen bis zum Morgengrauen. Juhu! Lasst uns den Hula tanzen! Ihre Freunde werden sich noch lange an diese Party erinnern. Und am Abend können alle zusammen am Feuer sitzen. Gute Gesellschaft, gefühlvolle Lieder und das Rauschen der Meereswellen aus dem tragbaren Lautsprecher. Die tropische Atmosphäre ist perfekt. Und wenn alle Freunde weg sind, kann man sich einen Kokosnuss-Cocktail machen und die geheimnisvolle Steinhöhle besuchen. Ein blauer Pool im Dschungel. Annie hat schon immer davon geträumt, in einem solchen zu planschen. Das Wasser ist so warm und kristallklar. Völlige Entspannung. Das Inselwochenende war ein Erfolg. Hat dir unser Heiminsel-Video gefallen? Wie kannst du dein Zimmer in die Tropen verwandeln? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es dir gefallen hat. Und abonniere unseren Kanal, wenn du neu bist. Klicke auf die Glocke, damit du nichts mehr von TromTromWow verpasst.